Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies. Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass Starbuck anscheinend deswegen so viel lügt, weil er sich einfach nicht mehr richtig an die Tat erinnern kann, weil ihm nämlich seine Tabletten da verabreicht wurden gegen seine Angstzustände und die haben aber Nebenwirkungen, dass er sich da nicht mehr gescheit erinnern kann an die geschehenen Dinge, anscheinend. Aber wenn das stimmt, ich meine, vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber wenn es stimmt, wer kann ihm die dann verabreicht haben und warum, das müssen wir jetzt dann noch herausfinden. Order in the courts. We can't get any useful testimony out of him if he doesn't remember anything. Well, this certainly explains why his testimony kept changing. Why didn't he just tell me he couldn't remember? I guess he didn't want anybody to find out he was terrified of going into space. Maybe I really did do it. Which brings us to the answer of our original question. How the witness climbed down the ladder with the dead body. It does? So what is it? A dead man feels no pain and makes no complaints, just still no. So the body was simply dropped down from the top of the ladder. Oh my, I see! And then the defendant could climb down with his free hands! He dropped the body down? Who should do such a disrespectable thing? Besides, dropping the body down would leave marks on the body itself, danke. Ah, wegen dem Raumanzug, oder? So you're capable of quick thinking. Yes, you are correct. Really? Oh, thanks? Huh? What's this? It's the oxygen tank from the victim's spacesuit. It's ruptured, and I'm sure you could figure out why. Oh. You can't be implying it ruptured when the defendant dropped the victim's body. I am, for the fracture easily went strong. Even if that's true, the tank's explosion and shrapnel would leave its mark on the body. Yet according to the autopsy report, only the knife wound was found on the victim's body. You're clearly grasping at straws with this line of reasoning. Silence. Spacesuit isn't heavy for the sake of being heavy, Justice Dono. It includes the latest technological devices and is made of the fabric of tomorrow. This fabric is made to protect astronauts from the dangers of space. So falling a few Earth yards would hardly leave a mark on the wearer. Objection! Then shouldn't it be impossible to stab someone through it as well? It should. And yet through sheer coincidence. The knife slipped through a weak spot in the suit structure and found its way to its target. Toll! What are the chances? Sorry. You forget that our killer is an astronaut himself with knowledge of how the suits work. He's got me there. Sieht gar nicht gut aus. And now my argument has been proven. Spaceboy killed the victim in the rocket and then dropped his body from the upper level. After climbing down, he shouldered the body and made sure the camera recorded them. There's no room for debate about these facts. It is clear that Solomon Starbuck is the only one who could have killed Clay Terran. Here, the report regarding the astronaut's oxygen tanks. Consider it my send-off gift. Feel free to use it as payment to cross the river Styx. Da muss ja jetzt irgendwas falsch damit sein. The victim's tank was ruptured with 0% left. The defendant's had 80%. Remaining oxygen is displayed on the left shoulder. Jo. Ich hab ihn. Achso, ich hätte es vorlesen sollen übrigens. Nicht vorlesen, übersetzen meine ich. Vorlesen habe ich es ja. Das ist auf jeden Fall der Sauerstofftank vom Opfer. Der ist kaputt gegangen, wo... Also ist halt während der Tat kaputt gegangen. Blackwell behauptet, als unser Mandant ihn runtergeworfen hat. Und da ist 0% Sauerstoff mehr drin, weil der eben kaputt gegangen ist. Und der Sauerstofftank vom Angeklagten hatte noch 80% übrig. 80%. 80%. Hey, this report is pretty detailed. Ah, da steht noch mehr. Oh Gott.
remaining oxygen in tanks. The display on the astronaut's left shoulder shows the oxygen remaining. After the incident, the victim's tank was ruptured and the remaining oxygen was 0%. The tank belonging to Starbuck, who claims to have carried the victim, said it was 80% full. Tanks were functioning properly at the time. Okay, da steht eigentlich nichts Neues, nur das Statement nochmal ein bisschen ausführlicher. Aber das Wichtige sind die 80%. Let's see. The display on the astronaut's left shoulder shows how much oxygen remains. I guess that means these... Ah, es wird wieder so offensichtlich gemacht. I guess that means these glowing cyan digits represent the amount of oxygen remaining. I'm done for. I'm going to prison instead of space. Space boy. Yes. Take heart. The bejeweled night sky is still beautiful even when viewed through bars. You mean the stars as seen from prison? That's right. Your cell will be your spaceship. Picture the view through the iron bars. It's like being an astronaut in your own craft for all time. That's not a half bad thought. Mr. Starbuck. Prosecutor Blackwell, got him good. Ja, stimmt. Spaceship prison cell, fly me, my guilt, and my despair into the deepest, darkest space. And then, let's get sucked into a black hole together! Reiß dich zusammen, bitte. Mr. Starbuck, you can't give up hope. Oh? Yes, Apollo? You know, Clay really looked up to you. He said you are an incredible man. He said you'd never give up your dreams and passion for space, no matter the situation. He said that? So don't give up now and help me prove your innocence. For the sake of the man who respected you and believed in you, Clay Terran. For Clay? You're wasting your breath. Apollo, thank you. I can see things clearly now. Mr. Starbuck, I'm fine now. Thanks for reminding me of my life's mission. Right, we'll both be fine. I prove you're innocent, you'll see. And after that, we'll get you back into space. You've ignited the booster rockets of my soul! I'm on fire! Warum schreien eigentlich alle in dem Spiel so? I am Solomon Starbuck, astronaut, a cosmic hero chosen by the universe itself. This is no time to be whimpering and crying. I can't let you and Clay down. Boiler Dash. The sun, the moon. All of space is calling me. Solomon Soul Starbuck. Ready for launch? Begin the countdown. 5. 4. 3. 2. Der Richter. 1. Der Richter macht mit. Lift off! Ist er gerade kurz geflogen? Ein bisschen? Oder war er nur auf seinen Zehenspitzen einfach? I feel like I've witnessed an actual rocket launch. Apollo, you did it! You broke Prosecutor Blackwell's grip over Mr. Starbuck! I can't take the credit. It was all Mr. Starbuck. He pulled himself through. If you simpletons are done messaging one another's ego. Nicht messaging, massaging. No matter how positive you move, my advantage remains unshakable. I have but to wait for the final guilty verdict. Isn't that right, your bloodness? I can't let up now. I have to stop Blackwell. I have to see this through. Mr. Starbuck just has to make it back into space. Oh. I won't allow Clay's dream to remain unfulfilled. I've got to destroy Blackwell's argument somehow. Think, Justice, think! If the only people at Launchpad 1 were Clay and Mr. Starbuck. And if Clay was already dead by the time this footage was taken, then the only person who could have killed him is Mr. Starbuck. So the only way to counter Blackwell's argument is if I can prove that Clay was still alive when they arrived at the boarding lounge. In which case, I should be able to find some contradiction in the evidence itself.
Now let's see. About this data that we just received. Ja, ist mir schon klar, das hat jetzt jeder gecheckt. Das, okay, vielleicht, ich weiß ja nicht, was es zu bedeuten hat, dass das von 80 auf 50 ging. Vielleicht war es so, dass Clay wirklich ohnmächtig war und dass er dann, und dass dann Starbuck einfach von seinem Sauerstoff ihm gegeben hat, während er ohnmächtig war, damit er wieder dann nicht mehr ohnmächtig ist. Also ich denke, ich weiß nicht genau, ich denke mal, wenn jemand ohnmächtig ist und ich führe dem Sauerstoff zu, ist es auf jeden Fall gut für die ohnmächtige Person. Und das hat dann Starbuck vielleicht gemacht. This supposedly proves that Mr. Starbuck dropped Clay's body in Launchpad 1. Ja, und das ist ja auch okay. Tatsächlich. Also vielleicht ist es sogar wirklich so passiert, dass Starbuck Clay da runtergeworfen hat. Nicht um ihn umzubringen, weil er war noch am Leben, aber halt ohnmächtig, aber er musste halt irgendwie runter mit ihm gemeinsam. Und der Aufzug ging nicht, weil da Feuer war. Und die Leiter konnte er mit ihm gemeinsam nicht runtergehen, deswegen hat er ihn halt runtergeworfen. Und wegen seinem Spacesuit war er halt dann auch sicher. Das war schon das Beste, was er da hätte tun können in der Situation. But if I'm going to prove that false, then there must be something I can use here. Enough of this farce, your boldness. Let's have your verdicts. Prosecutor Blackwell, you seem to be in quite a hurry to rush the verdicts. But about this oxygen tank data you submitted just now. It says that Mr. Starbuck's tank had 80% remaining while Mr. Terrence had 0. Do you stand by the accuracy of this report? Then I guess it simply means that it's faulty, as evidence goes. You will explain what you mean, Justice Dolo. It's simple. This evidence contradicts the facts of this case. Take a look here at the detailed description and you'll see what I mean. I hope you have some evidence, Mr. Justice, because I don't see what's so contradictory, obwohl es so mega obvious ist. Das ist ja einer der obviousten Beweise aller Zeiten, weil es jetzt fünfmal schon erwähnt wurde vor allem. Yes, Your Honor, right away. This is the evidence that the oxygen tank report stands in contradiction to. Dieser Beweis steht im Widerspruch zu den Infos hier über den Sauerstofftank. Nämlich, das hier. Take that. And how does this evidence present a contradiction? The problem is this part here. So. Take that! Not the remaining oxygen in Mr. Starbuck's tank as he carries Mr. Terran. It appears to say 50! Yes, but according to the data, our client's tank had 80% remaining. The oxygen in the tank increased? I see Your Honor finds it as strange as I do. It's bad enough that there's a contradiction, but the increase in oxygen is beyond illogical. Oh my, you're absolutely right. What is going on here? Silence. Okay, nee, es war übrigens doch so. Also beim Bild hatte er 50 und dann später, als die Polizei ankam, hatte er dann 80. Also danach hatte er mehr. Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. I too find it odd that the oxygen remaining has increased. It would be as odd as if my rations were to increase. But what does the proof? It doesn't change the fact that it is the defendant carrying the victim's corpse. Huh. I'm going to bet you don't get more rations because you don't abide by the rules. Either way, the oxygen remaining shouldn't increase, just as your rations don't increase. Therefore, this new information is critical. We can't overlook it. Silence. In that case, do you have an answer to this riddle of the mysteriously increasing oxygen? You'd better not disappoint, or I'll declare the inconsistency as mere equipment malfunction. Prosecutor Blackwell has a point. I suppose it could be a simple malfunction. Mr. Justice, if you cannot provide an adequate counter-argument to this point, I'm afraid I must bring this trial to an end. So, do you think you can explain why the remaining oxygen level increased? Oh, of course I can! The thing to do at a time like this is turn my thinking around. Warum ist das von 50 auf 80 dann hochgegangen, wo die Polizei ankam? Und wo sie das gefunden haben? Weiß ich nicht. Ich muss mal gucken. Mr. Starbuck has no memory of it, but he claims to have carried Clay.
So, this man with the 50 on his tank ought to be Mr. Starbuck. Ja, oder es war halt doch anders. Und das habe ich ja schon von Anfang an gesagt, dass es vielleicht anders war und dass der rechte Typ da Clay ist. Und dass er Mr. Starbuck trägt. Achso, ja, dann macht der Increase vielleicht auch mehr Sinn. Ja, obwohl, als der Tank von Clay gefunden wurde, war der ja bei 0%. Aber das kann ja trotzdem, das kann sogar sein. Also irgendjemand hat da irgendjemand anderen runtergeworfen und dann mit der Leiter sind auf jeden Fall beide dahin gekommen. Wenn wir jetzt annehmen, dass der rechte von den beiden Clay ist und dass der zu dem Zeitpunkt noch 50% Sauerstoff in seinem Tank hat. Bei der linken Person können wir ja leider die Anzeige nicht sehen. Und vielleicht ist die andere da bei 80, weil das nämlich Starbuck ist. Und deswegen ist es nicht nach oben gegangen, es ist einfach bei 80 geblieben. Und die 50, die jetzt noch bei Clay sind, die sind halt dann weggegangen, als der wahre Mörder ihn erstochen hat und dann vielleicht auch nochmal den Tank kaputt gemacht hat oder so. Keine Ahnung. Und dadurch sind dann auch die 50 weggegangen. Auf 0 runter. Und aber zudem, bei dem Bild hat aber die linke Person da 80 bei sich. Das können wir nicht sehen, aber das würde es erklären vielleicht. Und dann, das wäre aber ganz anders, weil dann eben Clay Starbuck getragen hätte. But if anything, the display on his oxygen tank should have shown an 80. This is a clear contradiction between the report and the security footage. So what I should be asking is not why did the oxygen level increase, but what had to have happened to make it look like it increased? Am I making some kind of mistake in my base assumptions here? Ja, das könnte sein. Well, Mr. Justice, you're waiting. Yes, Your Honor. I'm ready to answer. This is why the remaining oxygen appears to have increased. They were going the other way. Das ist auch interessant. The victim was carrying the defendant, oder the tanks were damaged. Okay, das ist der Grund, warum es so scheint, als hätte sich der Sauerstoff erhöht in dem Tank. Sie sind in die andere Richtung gegangen. Das Opfer hat in Wahrheit den Angeklagten getragen, was ich vermute. Oder die Tanks wurden beschädigt. Also ja, dass die Tanks beschädigt wurden und dass es da vielleicht eine Fehlfunktion gab und dass die Zahlen einfach was Falsches angezeigt haben, könnte auch sein, aber das ist ja Quatsch, ne? Wenn sie... Das ist interessant, die erste Antwort. Sie sind in die andere Richtung gegangen, aber das kann ja nicht sein. Weil die Kamera hat ja das Foto da gemacht von denen, wo sie gerade aus der Tür rauskamen und warum sollten die zur Explosion hinlaufen? Zum Feuer ist ja Quatsch. Aber ja, es war, wie ich schon von Anfang an vermutet hatte, dass das Opfer den Angeklagten getragen hat. Das macht doch mehr Sinn, weil Clay halt dann auch diese Kapsel da gehabt hat, die ihm ja sehr wichtig war. Noch wichtiger anscheinend als Starbuck. Aber ja. Ich würde trotzdem der Spannung wegen erstmal sagen und auch der Zeit wegen, das war's hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright, Ace Attorney, Dual Destinies. Beim nächsten Mal geht's dann auch hier in diesem Fall weiter, den wir dann wieder mal beim nächsten Mal komplett auf den Kopf stellen können, wie das Apollo und auch Phoenix und Athena, jeder Anwalt hier gerne macht. Mit der Tatsache, dass es andersrum war. Dass Starbuck ohnmächtig war und dass Clay ihn getragen hat. Und das ist sehr gut für uns, weil wenn wir das beweisen können, dass Starbuck ohnmächtig war, hätte er niemanden umbringen können. Das war dann jemand anderes, der Clay umgebracht hat. Ist also genau das, was wir wollen. Und das werden wir beim nächsten Mal dann hoffentlich zeigen können. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.